Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, diesmal sind wir etwas schneller am Markt. Und ich hoffe inständig, dass die Leute, ja gut, da müssen sie ja sein, sonst kommen wir ja nicht rein, aber dass die Leute auch Quests für uns haben. Ich sehe nämlich bisher noch keine Questhaken. Tisch hat keine Quest, Kinetta hat keine Quest. Das finde ich immer nicht gut. Warum lauft ihr alle hier rum und habt keine Quest für mich? Da unten ist einer. Nehmen wir dich mal, Rev. Nice of you to visit. Die Eismaschinen leben. Oh, Gameplayerin, du hast mich erschreckt. Das ist schön zu hören. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Für mich ist auch alles in Ordnung. Ich geh jetzt weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Überhaupt nicht verdächtig. Was an mir ist verdächtig? Ich meine, sieh dir dieses hübsche Gesicht an. Sieht es verdächtig für dich aus? Okay, gut. Du hast mich erwischt. Ich habe ein klitzekleines Problem an meinen Händen. Fahr fort. Weißt du, die Ersatzteile, die ich dir gegeben habe, um Delilahs Maschine zu reparieren? Ich habe sie irgendwie aus meiner Fritteuse herausgerissen. Und jetzt ist meine Fritteuse außer Betrieb. Das überrascht mich nicht. Nein, wirklich nicht. Es ist noch nicht vorbei. Ja, das stimmt. Als ich sah, dass Delilah es schwer hatte, konnte ich nur daran denken, ihr zu helfen. Das ging natürlich nach hinten los und jetzt habe ich keine Fritteuse mehr, obwohl ein großer Teil meines Speiseplans davon abhängt. Ich bin so am Arsch. Was ist der Plan? Ich hatte gehofft, du hättest einen. Ich würde sagen, wir könnten die Originalteile von Delilahs Maschine verwenden, um meine zu reparieren. Aber die Chapars sind schon vor einer Weile mit ihnen abgehauen. Sie sind wahrscheinlich schon lange weg. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht haben sie die Teile irgendwo auf dem Markt fallen lassen. Wenn wir sie finden, bin ich vielleicht doch nicht ganz so am Ende, wie ich dachte. Mann, ich bin ein Genie. Okay, ich werde mich dann wohl mal auf die Suche machen. Zeit für eine Schnitzeljagd. Ich würde ja helfen, aber ich muss einen Laden führen. Du schaffst das, Gameplayerin. Ich werde dich vom Spielfeldrand aus anfeuern. Alright. Das sind so diese Gründe, weshalb du niemals mein Chap sein wirst. Oder Jeep? Nee, Chap, glaube ich, hieß es. Ja, jetzt ist natürlich die große Frage. Ach so, haben die da Flächen? Ja, sie haben einen Bereich eingezeigt, aber theoretisch könnte auch hier draußen noch ein bisschen was sein. Gucken wir hier auf jeden Fall mal mit. Frage ist natürlich, wo lassen die sowas fallen und wie sieht es aus? Aber das sieht schon mal gut aus. Eismaschinenteil. Auch nochmal ein Eismaschinenteil. Jetzt haben wir natürlich keine Ahnung, wie viel wir jetzt brauchen. Muss ich wohl drauf warten? Ah, es irgendwo steht, ich muss wieder zu ihm zurück und ich habe abgeschlossen. Auf jeden Fall nichts mehr. Dann gucke ich dann doch mal lieber dann dahinter auch nochmal. Aber die leuchten auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Weil das wäre meine nächste. Ach, da ist noch was. Das wäre meine nächste Frage nämlich gewesen. Jetzt haben wir vier Teile. Da ist noch was. Fünf Teile. Hallöchen, meine kleinen Chapas. Ich kann man aber nicht fotografieren, oder? Moment, das möchte ich mal kurz. Ah, wie süß die aussehen. Kann ich da irgendwie. Es tut mir leid, aber die sind halt irgendwie niedlich. So, schauen wir jetzt mal, ob wir hier hinter noch irgendwas finden. Hier ist sonst auch nichts. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit. Die faulen Säcke verabschieden sich ja gleich wieder. Da ist auch nichts. Ach so. Oh, wir haben schon alle. Sag mir das doch What einer. can I do you for? Ich habe alle Teile gefunden. Whoa. Im Ernst? Lass mich mal sehen. Whoa. Sieh an, sieh an. Sieh an, sieht gut aus.
als wärst du ein richtiger Detektiv-Gameplayerin. Sogar noch besser. Ich glaube, ich kann mit diesen hier auskommen, nachdem ich sie vorher etwa 50 Mal desinfiziert habe. Doch bevor ich das tue, habe ich eine Überraschung für dich. Ich bin begeistert. Ich liebe Überraschungen. Ja, aber ich bin Feuerzeichen. Ich bin begeistert. Schließ die Augen. 1, 2, 3. Toi, toi, toi. Mochi-Eiscreme. An diesem Rezept arbeite ich schon eine Weile im Dunkeln. Deshalb habe ich keine Ahnung, wie es schmeckt. Okay. Du hast versprochen, es für mich zu probieren. Also hau rein. Mhm. Ja. Well, you know where to find me. Okay. Fokuspunkte. Das ist richtig viel. Jetzt tun wir mal nach oben, weil ich habe ja immer noch keine 300 Punkte. Ja. Jetzt ist die Frage, wir können aber jetzt immer noch keine neue Quest machen, ne? What is it? Weißt du etwas über die Explosion vorhin? Die war echt cool, oder? Ich? Wieso? Nein? Wenn du etwas darüber hörst, lass es mich wissen. In letzter Zeit ist es schwieriger geworden, mit Majuma zu reden. Und falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin generell nicht gerade gut im Reden. Ja, was soll ich sagen, ne? Nee, das ist die Liste. Moment, das sind die Flyer, ne? Achso, das war der mit dem... Ja, okay. Okay. Nein, ist schon gut, ist schon gut. Aber was ist mit ihr? Vielleicht können wir ihr das aufs Auge drücken. Die Explosion war größer, als ich erwartet hatte. Vielleicht habe ich zu viel Pulver hinzugefügt. Oh, hey. Danke, dass du die Dinger für mich getestet hast. Ich schätze, dass ich noch etwas mehr Arbeit vor mir habe. Hier, für deine Hilfe. Was denn? Ich habe nichts bekommen. Na, danke. Dann das einmal. Für mich? Danke. Ich vermeide es normalerweise, in die Stadt zu gehen. Aber es könnte sein, dass ich dort etwas Nützliches finde. Also sollte ich mir das wahrscheinlich mal ansehen. Igitt. Papa sagt mir ständig, dass es nicht sicher ist, in die Minen zu gehen. Aber wie soll ich denn lernen, welche Sicherheitsvorkehrungen ich treffen muss, wenn er mich es nicht einmal versuchen lässt? Ja, da sind Eltern sehr eigen. Oh, hi, Ziki. Time's money. Siehst du nicht, dass ich hier etwas beschäftigt bin? Ich habe alle deine Flyer verteilt. Danke, ich schulde dir was. Es ist an der Zeit, dass ich endlich alles, was ich zu bieten habe, mit der Welt teile. Ich hab's endlich abgeschlossen. Ja. Oh, schön. Take it easy, but not too easy. Schön. Wieso muss ich das Rezept für sie essen? Speziell zubereitete Mochi. Das ist das doch, ne? Mochi-Eiscreme. Ja, wenn ich das dafür machen soll, dann mache ich das. So, ich hab's gegessen. Aber eigentlich sollte ich das ja für ihn essen, nicht für sie. So much to do, so little time. Ich dachte mir schon, dass du vorbeikommst. Ich habe es gegessen. Und, was denkst du? Einfach köstlich. Puh, ich hätte schwören können, dass ich zu viel Zucker genommen habe. Normalerweise muss ich alles von Hand machen. Auch das Eis, aber Delilah war so nett, mir ihre Maschine zu leihen. Sie hat mir sogar angeboten, noch mehr Mochi-Eis zu machen. Sieht so aus, als hättest du auch deinen Geschmackstest bestanden. Also werde ich es in mein Menü aufnehmen. Es wird ein Hit sein. Vielen Dank für alles. Player-Name. Ich heiße nicht Player-Name, ich heiße Gameplayerin. Ja, ich weiß, das ist, da hat einer eine Klammer vergessen wahrscheinlich. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. So. I got my hands full right now. So, sprich mit Zeki im Untergrund. Check back with Esche. Da ist er. Hallo? Ich tue, was ich kann, um das Dorf sicherer und glücklicher zu machen. Aber leider bin ich nur eine Frau. Was soll das denn heißen? Dem Majiri-Markt geht es sehr gut. Es scheint sich seit unserem letzten Gespräch nicht viel verändert zu haben. Delilahs Suite
Treats verkauft jetzt auch gerolltes Speiseeis. Hm. Ist das so? Ich fürchte, ein paar neue Gerichte als letztes Mittel werden den Maggi-Markt nicht aus dem Loch retten, in das er gefallen ist. Ich werde dir das Gegenteil beweisen. Welch noble Worte. Nun, lass dich von mir nicht davon abhalten, es zu versuchen. Sei nur nicht überrascht, wenn du merkst, dass ich recht habe. I need to focus on more important things. Also, sprich mit ihm im Untergrund. Ist klar, finde einen Gegenstand auf dem Markt, der Esche zum Lächeln bringt. Da haben wir jetzt keinen... Ein Gegenstand, der sie zum Lächeln bringt. Oh, wenn man dabei nicht lächelt, dann weiß ich auch nicht. Das ist süß. Es tut mir wirklich leid, aber die sind so niedlich. Und ich weiß halt nicht, wie lange dieser Manchiri-Markt noch ist, ne? Also ich weiß schon, wie lange der noch ist, aber ob der jemals wiederkommt. Und man muss halt die Bilder dann machen, wenn man sie machen kann, ne? Wo könnten wir denn... Zeki, ist alles in Ordnung mit dir? Du läufst so komisch. Ein Gegenstand, der sie zum Lächeln bringt. Tja. Mit dir kann ich nicht über deine Mutter reden, oder? Ah, ich suche nach etwas, das Esche zum Lächeln bringt. Viel Glück, sagt sie jetzt wahrscheinlich. Nein, da kann ich dir nicht helfen. Tut mir leid. Ich überlege, ob ich Najuma um mehr von diesen experimentellen Feuerwerkskörpern bitten soll. Ich kann mir schon ein paar lustige Orte vorstellen, an denen man sie absetzen kann. Draußen vor dem Fenster deiner Mutter? Während sie schläft? Ganz genau. Aber ich würde auch meinen Vater aufwecken und der würde bestimmt ausrasten. Ich habe daran gedacht, die Klippe zu erklimmen und sie oben abzusetzen. Ah, das könnte ich doch für dich machen. Gut, also ich muss offenbar mit den Leuten sprechen. Dann ist er vielleicht mein Tipp. Oder auch nicht. Ich habe gesehen, wie du meiner Tochter vorhin Essen gebracht hast. Danke, dass du ihr ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hast. Ja, aber ich brauche das Lächeln im Gesicht deiner Frau. Das ist das Problem. Schön, dass du wieder hier bist. Ich suche etwas, das Esche zum Lächeln bringt. Viele Leute haben gesagt, dass meine Desserts sie glücklich machen. Wenn sie eine Naschkatze ist, könnte sie sie auch mögen. Okay. Ihre Desserts. Ihre Desserts. Das heißt, ich müsste dann hier was kaufen, nehme ich mal an. Ich will aber nichts für 1000 kaufen. Moment, 200 ist das kleinste. Die Eiscreme-Rolle. Ja genau, da haben wir doch drüber gesprochen. Wir holen uns jetzt eine Eiscreme-Rolle. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt als Dessert... Ja, das ist aber doch eigentlich ein Dessert. Hä? Ich habe den gerade gefangen, aber beim Fangen hat er sich in Luft aufgelöst. Was ist denn das für ein Quatsch? Wo ist sie jetzt hin? Aha. Den kann ich aber machen. Den kann ich, den kann ich nicht machen, den kann ich fangen. Das wollte ich sagen. Das heißt, den kann ich auch abgeben. So. So, jetzt habe ich ihn abgegeben. Aber wo ist sie jetzt hin? Ach, da hinten stolziert sie rum. Nee, hä? Was ist jetzt los? Da bist du ja. Ich hatte mich schon gefragt, wenn du endlich vorbeischaust. Dich zu sehen heitert mich immer auf. Es bedeutet mir sehr viel, dass du dir die Zeit nimmst, um mit diesen alten Knacker zu plaudern. Ganz ehrlich, meine eigenen Söhne könnten sich eine Scheibe von dir abschneiden. Es sind gute Jungs, aber in letzter Zeit sind sie so abgelenkt. Aber du bist sicher nicht hierher gekommen, um mir beim Meckern zuzuhören. Liegt dir was Bestimmtes auf dem Herzen? Ach, du weißt ja, wie das so ist. Irgendwas auf diesem Hof fällt immer auseinander oder geht verloren. Das Gabenfest steht vor der Tür, die geschäftigste Zeit des Jahres für uns. Aber nach dem Grillenfiasko liegen unsere Bärensträucher in Trümmern. Was nicht gegessen wird, schmeckt nicht gut genug, um die Ohrmut zu füttern, geschweige denn die Richter. Diese schreckliche Meize Martingale wird mich dieses Jahr mit Sicherheit besiegen. Und das, nachdem sie letztes Jahr versucht hat, mein Rezept zu stehlen.
so wahr ich hier stehe. Vielleicht, wenn ich einen ganzen Haufen Speedy-Crow-Dünger hätte. Ja, ich sag mal, ich kann dir Beeren besorgen. Wirklich? Ich möchte dir deine Ernte nicht wegnehmen. Und wir können es uns im Moment nicht leisten, welche zu kaufen. Wofür sind Freunde denn da? Danke, Gameplayerin. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie viel mir das bedeutet. It's nice someone came to see me for a change. Esche. This better be important. Das ist natürlich die Frage, ob ich ihr das jetzt so geben... Ich kann ihr das nicht geben. Nein, komm! Willst du mich jetzt veräppeln? Möchtest du einen Stein haben? Weiß ich nicht. Sie haben auf dem Markt nichts gefunden, was sie mir zeigen könnten, nicht wahr? Alles, was mir das sagt, ist, dass der... Achso, ich dachte gerade, die hat sich verschlechtert. Dass der Magi-Markt zum Scheitern verurteilt ist. Ich hätte wissen müssen, dass es ein Fehler war, so viel darin zu investieren. Entschuldigung, dass ich nicht so sympathisch bin wie sonst, aber mein Neffe Echelon wird nächsten Monat seinen Pfad erklären. Der Tradition nach wird es einen großen Ball geben, um diesen Anlass zu feiern. Da ist er wieder. Meine Tochter sollte den Siegelring der Familie Bahari tragen, den ihre Tante, diese schreckliche Herzogin, ihr zu ihrem Namenstag geschenkt hatte. Irgendwie hat Kenyatta die Perle verloren. Es ist furchtbar beschämend, etwas zu verlieren, das seit Generationen in der Familie ist. Und ich möchte mit allen diese Demütigungen ersparen. Außerdem wird mich der Erbschaftsverein sicher köpfen, wenn sie es herausfinden. Ich werde Ersatz finden. Wie großzügig. Tu mir einen Gefallen und mach es kurz. Ich möchte nicht, dass die Nachricht davon nach außen dringt. City Hall is always there. Ja, kein Thema. Toll, jetzt wollte ich eigentlich gucken, ob ich hier auch mal mithelfen kann, ein paar einzufangen, aber die sind schon wieder alle beschäftigt. Ja, wo kriege ich jetzt eine Perle hin? Ich würde sagen, ich mache mal eine kleine Anfrage, aber nicht mit der Taste. Mal schauen. Vielleicht ist irgendeiner so gütig und würde mir eine Perle holen, beziehungsweise bringen. Wenn nicht, muss ich das offline machen. Finde einen Gegenstand auf dem Markt, der Esche zum Lächeln bringt. Ja, mit den Röllchen, das war ja dann nichts. Was ist mit Zeki? Kann der mir weiterhelfen? Hast du etwas Interessantes zu erzählen? Es kommt nicht jeden Tag vor, dass der alte Bergmann und seine Tochter sich unter die anderen Dorfbewohner mischen. Ich muss sagen, der Sprengstoff, den sie verkaufen, hat es in sich. Ich habe ein paar auf der Spitze des Hügels gezündet, nur um zu sehen, woraus sie gemacht sind. Und Mann, haben die einen großen Knall gemacht. Das hat Esche fast die Hosen ausgezogen. That's enough dilly-dally for me. Sollte ich eventuell irgendwie da oben was anzünden? Ich bin mir nicht so sicher. Achso, Moment. Anfrage, da war doch gerade was. Ich habe euch ganz dolle lieb. Ich weiß nicht, wer mir das Ganze geschickt hat, aber vielen, 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 vielen Dank dafür. Vielleicht... Komme ich jetzt weiter? Kenyatta? Ah, Esche, bleib stehen. Ah, nein. Esche. A magistrate is always at the service. Ah, nein, ich habe so schnell geklickt. Also sie hat gesagt, du bist nicht hier, um mir die Perle zu bringen, oder? Du lieber Himmel, offenbar habe ich nicht die hellste Kerze im Armleuchter ausgewählt, um meine Botengänge erledigen zu lassen. Man kann Perlen in Austern finden und man findet Austern in der Nähe des Ozeans. Ja, ich habe dir doch die Perle mitgebracht. Für meinen Familiensiegelring? Ausgezeichnet. Jetzt bleibt meiner Tochter eine peinliche Situation auf dem Pfadfinderball ihrer Cousine erspart. Oh, der hier war frisch aus dem Meer, oder? Er hat immer noch diesen ausgeprägten Fischgeruch. Das weiß ich nicht, ich habe ihn geschenkt bekommen. Nun, das ist egal. Nimm das für deine Mühen. Hat mir 500 oder 5000 gerade gegeben. Und mach damit, was du willst. Stay on your best behavior. Ja, danke schön, danke schön. Ich bleib mal kurz hier
den und guck mal. Aber keiner von denen hat ein Häkchen dran. Nee, ich glaube, sie hat mir 500 gegeben, sonst hätte ich jetzt mehr. So, mit denen können wir alles nicht reden. Mit ihm auch nicht. Mit Seki müssten wir noch im Untergrund reden können. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich mich jetzt mal ganz schnell auf den Weg zum Untergrund. Kann man das so sagen? Oder ist das wieder so eine typische Gameplayerin hat Grippe und ist Matsch in der Birne Satz gewesen? So, Untergrund, Untergrund. Moment, der war hier drunter, glaube ich, ne? Hallo? Achso, Wegpunkt ist in der Mitte. Sag mir das doch einer. Wir haben jetzt 4 Uhr nachts. Oh, sag mir bitte, dass ich den Seki da jetzt trotzdem noch ansprechen kann. Wieso wollte der Typ mich jetzt eigentlich gerade erschießen? Sauerei! Ihr könnt mich doch nicht einfach erschießen. Übrigens, wenn ich bei den Aufnahmen jetzt und die nächsten Folgen ja, klinge, als ob meine Stimme jetzt komplett anders ist. Das ist, weil sie sich ständig überschlägt. Durch die Grippe habe ich das Problem, dass die halt sehr schnell, ja, sich überschlägt und dann so, das hört sich dann so ganz komisch an auf jeden Fall. Ich kann das auch nicht nachmachen, immer dann, wenn ich es möchte. Deswegen seht es mir bitte nach. Ich rede normalerweise nicht so. Ich höre mich jetzt nur aktuell so bescheuert an. Genauso wie, dass ich jetzt so heiser bin. Ich habe nicht so viel rumgeschrien, sondern das liegt einfach nur an der Grippe. Müsst ihr leider noch ein paar Folgen wahrscheinlich damit auskommen. Ich denke mal, ja, das wird noch so ein paar Tage bis eine Woche dauern, bis ich das endlich los bin. Habt ihr das auch? Dass, also ich habe das jetzt schon öfter gemerkt in den letzten 2, 3 Folgen, dass man die E-Taste wirklich spammen muss im Moment, weil er das sonst gar nicht so richtig annimmt. Oh, Zeki, komm. Wir haben 4:30 morgens und der ist nicht da. Willst du mich denn vergackeiern? Ist das dein Ernst? Ja. Ich muss aber immer noch einen Gegenstand finden, der sie zum Lächeln bringt. Naja. Na gut, damit haben wir aber unsere Mission jetzt leider, leider nicht abschließen können. Also mit Seki im Untergrund. Mit dem Gegenstand, der sie zum Lächeln bringt, muss ich da mal gucken. Ich denke mal, dass ich tatsächlich die Leute, die auf dem Markt sind, ansprechen muss. Ich weiß aber nicht, ob wir das... Wir könnten das mal eben probieren. Moment, Kristall sehen? Nee, dann bin ich auf der falschen Seite. Wir könnten noch mal eben mit dem Koch sprechen. Ich weiß nicht, ob er uns da weiterhelfen kann. Ach so, ja. Ich habe doch jeden Tag immer mal wieder irgendwas Kleines geholt. Karottensamen ist eigentlich das, was am... was man am wenigsten... Butter, Ei... Na komm, nehme ich Bratöl. Ist auch nur 20 und dann bekommen wir nochmal was zugeschickt. So. Achso, ich dachte gerade, da steht einer. Ref. Ich hoffe, du bist jetzt gerade hier. Nein, bist du nicht. Mit dir muss ich auch nochmal eben sprechen. So, da wir deinen Text ja kennen, das ist ja immer der gleiche, klicken wir den durch. Oh, wieso kommen wir hier rein? Konnten wir hier schon immer rein? Cool. Aber er ist nicht da. Wo ist er denn? Da ist er. Moment. Weil es sind ja nicht so viele Leute im Endeffekt auf dem Markt. Hey. Nee, mit ihm können wir nicht drüber sprechen. Hm. Schade. Ja, ja, wir sehen uns dort. Das hat er, glaube ich, auch schon mal gefragt, oder? Ich weiß es nicht. Tisch ist auch da. Moment, hier der Jill, der jetzt nicht da ist. Der lief da auf jeden Fall auch rum.
Es kann natürlich sein, dass er uns einen Tipp geben kann. Schauen wir nochmal eben bei Tisch... Ach, das ist ja gar nicht Tisch. Was rede ich denn hier für ein Quatsch? Schauen wir nochmal eben bei Tisch nach. Komm, Auni. Ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will nur, dass die Beziehung sich ein bisschen verbessert. Weil es ist eh mal das Gleiche, was sie sagen. Sie ist nicht da. Wir haben 6 Uhr. Da müsstet ihr doch schon lange auf dem Weg sein. Wo ist denn die? Nö, sie ist noch am Schlafen. Aber er ist gerade auf dem Weg. Dann werden wir ihn hier mal ein bisschen abfangen. Weil das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, er steht ja so für ne, spießige Kleidung und so. Und muss alles perfekt sein und hier und da. Gut, ich bin auch Perfektionistin, muss ich dazu sagen. Also mich wurmt das wirklich, wenn ich irgendwo irgendeinen... Guten Tag, Herr Flieger. Irgendeinen kleinen Fehler nur finde. Zum Beispiel in den Videos. Dann drehe ich innerlich immer total durch, weil ich das absolut nicht abkann. Schauen wir uns jetzt die Sterne zusammen an. Falls du nach einer neuen Garderobe suchst. Nein, ich... Moment. Wenn mein Timing stimmt, komme ich gerade an, wenn die Sonne am Horizont versinkt und den Markt in ein warmes Licht taucht und einen Anblick bietet, der mich zu meinem nächsten Entwurf inspirieren wird. Ja, das ist schön. Aber das hilft uns auch nicht weiter. Das heißt, ich werde jetzt als allerletztes noch versuchen, Tisch zu fragen. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer da noch auf dem Markt ist, den ich noch nicht gefragt habe. Ich meine, sonst hätte ich alle. Moment, die steht da. Achso, da ist sie. Ja, es ist so schön, dich wiederzusehen, aber trotzdem habe ich nichts. Wie geht es dir heute? Ja, großartig. Allerdings bin ich auch frustriert, weil ich das nicht finde, was ich suche. Deine positive Art gefällt mir. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber als Kind war ich sehr krank. Bin ich ständig. Macht nichts. Meine Eltern hätten nicht gedacht, dass ich so lange überleben würde. Aber wenn man jeden Tag als Geschenk ansieht, naja, die Welt bedankt sich auf ihre Art. Tata! Okay, Entschuldigung, Tisch. Ich wusste nicht, dass sie damit jetzt wirklich schwer krank meinte und nicht nur, war ich oft krank. Ich habe jetzt irgendwie oft im Kopf gehabt. Ja, ihr Lieben, es hat dann doch leider nicht sollen sein. Ich muss mal gucken, beziehungsweise überlegen. Aber eigentlich ist ja nur noch Zeki, mit dem haben wir gesprochen. Delilah haben wir auch mitgesprochen. Also alle, die wirklich auf dem Markt sind, die ich zumindest gefunden habe, die habe ich schon durch. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da eventuell tatsächlich so ein Feuerwerk zünden soll. Ich würde das jetzt einfach mal so machen, dass ich... Ich habe ja, glaube ich, noch ein Feuerzeug bei mir im... Also Feuerwerksrakete meine ich, nicht Feuerzeug. Habe ich, glaube ich, noch bei mir in der Kiste drin. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal die Folge beenden. Werde offline meine Sachen da noch wegtun und so weiter. Werde dann aber gleichzeitig auch mal gucken, dass ich das Feuerwerk mit rausnehme. Und vielleicht schaffen wir es ja beim nächsten Mal, wenn wir auf dem Markt sind, dass wir das dann irgendwie da anzünden können. Also Zeki und ich glaube hier der Bürgermeister war es, haben ja davon gesprochen, dass das oben angezündet wurde. Da könnten wir es mal probieren. Ich weiß aber, dass ich auch schon mal mit euch da drauf war. Ich glaube beim zweiten Mal, wo wir auf dem Markt waren, und die unten was angezündet haben. Also da müsste ich dann mal ausprobieren. Vielleicht geht das auch am Wasser. Vielleicht ist das ja was, was ihr wirklich ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Man weiß es nicht. Es wäre auf jeden Fall schön herauszufinden. Ich sage dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf dem Markt wieder. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.